Und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und willkommen zurück auf Berg natürlich. Ich wollte euch eine kleine Freude machen und da ich ja 4 Abonnenten habe, heißt es 4 Abonnenten Special. Das jetzt. Ich wollte heute euch ein paar Stellen zeigen, wo ich Schafe gefunden habe. Also zumindest die, wo ich noch ganz genau weiß, wo ich welche gefunden habe. So, ich habe jetzt einfach mal scharf überlegt, wo ich die gefunden habe, und fliege ich da einfach mal hin. Also, dann fangen wir mal bei dem ersten an, wo ich mir zwar nicht ganz sicher bin, aber ich glaube, das ist schon irgendwie richtig. Also zuerst müsst ihr zu diesem Berg da. Ich glaube, es war der, es war der zweite, ich weiß es nicht. Also entweder ist es auf dem hier, ist auf dem hier ein Schaf, oder bei dem zweitgroßen da drüben halt. Bei dem. Boom, Chakalaka. Okay. Ja. So, dann hatte ich ein Schaf auf einer Insel noch gefunden. Okay. Gott, aber wo habe ich das denn jetzt nur gefunden? Das ist jetzt hier die große Frage. Es war auf jeden Fall ein Schaf auf so einer geraden Fläche, glaube ich. Ich glaube sogar auf der Insel hier, bin ich der Meinung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann gibt es noch zwei. Es waren, glaube ich, zwei in dieser Höhle hier, für den Glühwärmchen. Ups, da muss ich so nicht reinfliegen. Weil die Höhle sind nicht so besonders groß und die Schafe sind weiß. Sie seht ihr ja auch auf dem Boden dann, wenn ihr dich auf dem Boden überfliegt. So, dann. Oh Gott, ich muss kurz überlegen. Auf jeden Fall war es hier. War das auf der Seite? Nee, das war auf der anderen Seite. Also der Höhlenausgang. Mensch, was wir alles schon wissen hier. Nein. So. Da oben. Dann war noch ein Schaf. Hier glaube ich. Ja, das könnte hinhauen. Also entweder auf dieser Höhe oder halt noch ein weiter oben, also entweder auf dieser auf dieser Höhe oder auf der unteren Höhe. Auf jeden Fall war es hier, wo solche Bäume stehen, ne? also hier. Dann, oh, das ist eine Sitzstange. Was bist du für eine Sitzstange? Du bist eine Multiple-Sitzstange. Das ist aber schön. Ja, aber auf der Seite war, glaube ich, kein Schaf. Ich weiß, dass aber auf dieser Höhe zwei waren, auch in diesem Gebiet, wisst ihr? Also einmal so da, und dann war entweder das eine Schaf noch da, oder es war halt auf dieser Höhe hier noch, auch wo Bäume sind, oder da weiter unten. Okay. Ja, oder da ganz oben müsst ihr gucken. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Aber hier ist Schnee. Nee, ich glaube, da war kein Schnee bei dem einen. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Aber das müsstet ihr schon längst gefunden haben. Gott, ich muss mal kurz euch überlegen, da unten in der Einhülle. Hier ist natürlich ein Schaf gewesen, aber das habt ihr bestimmt schon eingesammelt. Dann gibt es hier auf dem Boden ist ein Schaf. Hier ist es über so eine Eisskulptur, mal so ganz nebenbei. Okay, ich muss kurz irgendwie rechnen. Da eins, zwei in der Höhle, zwei da. Eins hier, eins da. Ja, sind jetzt schon so bei 9, 8.
So, dann müsst ihr euch noch einen weiter nach unten gehen. Und dann müsste hier noch einer auf dem Boden sein. Also hier, glaube ich, war noch eins auf dem Boden. Hilfe, 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 Hilfe. Ja. So, ist besser, ne? Ne? Gott, diese Kamera ist so doof. Hätte ich mir zum Geburtstag bessere Kamera mischen sollen. Ich bin wieder so cool und hab das wieder nicht gemacht. Naja, es gibt ja noch Weihnachten. Gut, also ja, wie gesagt, hier war ein Schaf. Dann, da ist der Ausgang. Fliegt der da runter? Wumps. Und dann lauert nämlich genau unter dem Ausgang, lauert dann hier ein Schaf. Ja, ja, liebe Freunde. Gut. Dann gibt's noch ein Schaf, das war auf so einer Spitze. Ich gehe mal auf eine Karte, komme ich da schneller hin, sonst muss ich da ganz nach außen rumfliegen. Das war, und das sind natürlich wie solche bekloppten Wolken davor, dass ich es euch nicht zeigen kann. Och Mensch. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Wo bin ich denn hier? Ach, da bin ich. Auch gut. Oh, was ist das denn für eine Lücke hier? Ah, nee, nee, nee. Doch, komm schon, Schafe, mach mal mehr. Wir wollen doch euch nach Hause bringen. Oh, da ist Hakenzahn. Und, oh, ich wollte ja zurückfliegen. Ach, weil zum Drachen sie muss ich ihn einfach irgendwie abknallen. Ich weiß auch nicht wieso. Nächste Woche wollen wir übrigens das zweite Turnier machen. Also ich habe mit meiner Schwester geredet. Ihr habt mir nicht geholfen, ihr habt nicht in die Kommentare geschrieben, dass sie mir helfen soll. Nein, macht nichts, ist egal. Ich habe es trotzdem geschafft. Ich fliege sehr gerne rum. Ja. Meine Oma ist auch immer total begeistert, wenn ich hier sage, ich habe ein neues Video gemacht. Oh, jetzt muss ich mir gleich angucken. Oh, jetzt muss die Oma unbedingt einen Daumen nach oben machen. Dann klopft sie das mit voller Wucht auf so ein Daumen hoch Zeichen. Dann trifft sie mit ihren Fingern erstmal nicht. Dann ich ne ganz leicht, bing, und ich habe getroffen und es steht halt, ja, E-Mail irgendwie eingehen, um sowas und sowas zu machen. So. Ach, nee, 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 das ist mir zu gefährlich. Aber ich möchte unbedingt einen Daumen nach oben geben. Klopft sie dann mal mit dem Finger darauf, trifft mal wieder erstmal nicht. Und ich so, warte, lass mich mal. Ganz einfach und bing und wieder getroffen. Dann steht wieder E-Mail eingeben, das und das zu machen. So, ah, nee, das will ich aber nicht. So, ja, anders geht's aber nicht. Das habe ich ja schon zweimal versucht. Ja, unsere Familie ist etwas kompliziert. So, nochmal zurück zu den Schafen hier. Aber Mann, ich finde das doof, dass ich nicht mehr genau weiß, wo ich die alle gefunden habe. Also ich glaube, ein Schaf war dann hier auf einer Spitze noch. Aber ich mich... Ja, ich glaube, das war auf der Spitze. Wenn ich mich genauer ersinne, ist glaube ich noch eins auf einer Schneespitze gewesen. Ich bin aber mal nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das sind die Schafe, die ich auch bestimmt alle schon gefunden habe. Also entweder sind die auf, ne, auf so einer, das glaube ich nicht. Auf so einer Spitze war noch so ein Schaf. Och Mensch, Schafe, ihr macht es uns aber auch nicht einfach. Fällt mir noch irgendwie ein? Ich glaube nicht. Denk doch mal mit nach ohne Zahn. Mensch. Du hast die alle mit eingesammelt. Mensch, Mensch, Mensch. Hui, oh, ist das schön aus. Ja, ich glaube, das waren leider alle. Vielleicht war doch einer hier oben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube nicht. Tja. Dann würde ich mal bis jetzt Tschüss sagen, weil... Ja. Hilfe! Ja. Jetzt sieht jetzt zum ersten Mal, wie ich hier runterfalle. Die erste Dummheit von mir. Nein.
das so schön auf sich liebe das. Und wir sind schon bei 10 Minuten, weil ich wieder am laufenden Band sabble. Nein. Nein. Achso, ja, was ich auch noch sagen wollte, wenn ihr Fragen habt, so irgendwie, keine Ahnung, mein Beispiel, ich weiß nicht, wo alle Sitzstatuen sind oder diese komischen Eisskulpturen, dann könnt ihr es ruhig in die Kommentare schreiben. Dann mache ich extra ein Video für euch, wo ich euch alle Eisskulpturen oder Sitzstangen zeige, damit ihr natürlich auch weiterkommt, weil ich will euch helfen. Ja. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ach ja, wenn es genug Fragen gibt, wo ich irgendwie jetzt nicht großartig zeigen muss, also, ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, einfach irgendwelche Fragen, dann sammle ich die und dann mache ich noch ein Video, wo ich eure Fragen beantworte. Darauf hatte ich auch ziemlich dollen Bock. Besonders an, Live and More 1. Ja, genau so hieß er. Sie, es war ein Sie, Entschuldigung. Sie hat in den Kommentaren geschrieben, du bist ein Mädchen. Ich so, oh ey, ich bin so ein Idiot. Ich habe mich sowas von geschämt. Ich hoffe, aber sie ist ganz nett. Ja, sie hat auch zum Glück nicht gedacht, dass ich so asozial bin und sagt, ja, ich beantworte deine Frage nur, wenn du mir ein Abo da lässt. Das hat sie zum Glück nicht gedacht. War ich sehr erleichtert. Gut. Wenn ihr auch wisst, welche Schafe sind, schreibt es in die Kommentare. Hab ich schon oft gesagt, aber falls ihr es... Ja, okay, ist unnötig, aber ich sag's trotzdem gerne. Damit ich euch das auch zeigen kann, da, falls ich das jetzt hier nicht gezeigt habe, kann ich das leider nicht in den anderen Videos immer zeigen. Weil ich will euer Bestes. Okay, ich habe noch 3 Minuten, das haue ich jetzt schnell raus. Ja, also, ich habe mal früher gesehen, bevor ich das Spiel haben durfte, weil ich habe so einen Geburtstag bekommen und ja, musste halt warten und warten. Ich habe mir an Dauer von YouTube solche Videos reingehauen mit dem Spiel, weil ich das Spiel so toll fand. Und ja, da sah ich aber jetzt, wo ich das Spiel selber habe, dass bei der PS3 und Xbox ist die Grafik erstens anders und man kann jetzt, keine Ahnung, den Drachen von vorne sehen, die Kamera irgendwie drehen, also dass man den Drachen jetzt irgendwie so von vorne sieht, wenn er fliegt zum Beispiel, und weil man Haut drauf gibt, kriegt man da viel schneller, man kann die Token auf der Karte sehen, wenn man 40 eingesammelt hat, und das habe ich gesehen, dass in den Kommentaren ganz oft stand, ja, ist es auch für die Wii, ist es für die Wii, ist es für die Wii? Und das fand ich total unfair, und damit die PS3 und Xbox-Leute mal jetzt irgendwie nachdenken müssen und schreiben müssen, ist es für die Xbox oder für die PS3, mache ich für euch Wii-Leute extra jetzt so, dass ihr die Lösungen für diese Strix-Herausforderung habt. Ist das nicht nett von mir? Das soll jetzt nichts gegen die PS3 oder Xbox-Leute sein, aber die, die nur eine Wii haben dürfen, ist das halt scheiße. Also, Entschuldigung, aber ihr wisst ja, diese Wörter spulen aus mir heraus und aus meiner Schwester auch. Und ja, dann schon mal 13 Minuten. Ich wollte es einfach nur sagen, was ich alles für euch machen würde. So, wo ist die Sitzstange? Ich möchte, dass ihr mich jetzt ruhig... Ach da! Mensch! Dummheit pur! Ja, hier könnt ihr aber... Voilà! Alles okay! Ach Gott, irgendwie sieht man ohne Zahn da nicht so. Ich muss eine andere Sitzstelle finden. Und ich muss mich sehr groß beeilen, weil es die 14. Minute ist angebrochen. Und ich habe keinen Bock, noch mal alles neu zu machen. Kann man ihn jetzt sehen? Oh ja, jetzt kann man ihn perfekt sehen. So, dann verabschiede ich mich. Abonnieren nicht vergessen. Und wenn verabschieden wir uns aus Berg. Tschüss.